Herzlich willkommen zurück zur Stoic Challenge Dark Souls 3. Den Stein mit Gleichmut den Berg raufrollen und oben von einem in rote Roben gekleideten Priester mit dem Riesenschwert einen reingehauen kriegen. Das ist unser Auftrag hier, mit Gleichmut und entspannt gegen Frustration und Rückschläge angehen. Und da hatte ich jetzt wieder sehr viel Übung. Denn schon wieder habe ich eine Aufnahme versemmelt, beziehungsweise die Xbox die Aufnahme nicht gestartet, beziehungsweise ich habe die Aufnahme nicht gestartet, aber die Xbox hat auch mit Schuld. Ist egal, ich will es gar nicht weiter erklären. Das Problem, das ich jetzt habe, ist, dass ich in der Aufnahme erstens eine ganze Menge von Dingen gemacht habe, die ich jetzt nicht zeigen kann. Unter anderem habe ich zum Beispiel diesen Shortcut hier aufgeschlossen und entdeckt. Wir sind hier in der Kirche, in der Pontiff Sullivan gestorben ist, durch unsere Handlungen. Wir sind die Mörder von Pontiff Sullivan. Und das war die Contraption, die da zu sehen war. Da unten ist der Hebel, der hat sich beim letzten Mal nicht bewegt, weil man da zuerst einmal den Aufzug von oben benutzen muss. Und jetzt kann man den auch rufen. Hier waren allerlei Goodies versteckt, das kann ich jetzt alles gar nicht ausführen. Ich habe jedenfalls eine Reihe von losen Enden verknotet. Da drüben war ein Mimic, als Truhe getarntes Monster. Das war ein epischer, unglaublich anspruchsvoller und mitreißender Kampf. Es tut mir sehr leid, dass ich den nicht zeigen kann. Ich habe in dem Video auch Siegwart von Katharina seine Rüstung gebracht. Ich hatte nämlich entdeckt, dass Patches the Hyena, eine Figur, die auch im ersten Spiel vorkommt, diese Rüstung verkauft. In Firelink Shrine habe sie gekauft und habe sie im letzten Video Siegwart in den Brunnen geschmissen. Ist nichts weiter passiert. Er hat sich bedankt und gesagt, wir sprechen uns noch. All das kann ich nicht zeigen, weil meine Xbox rumgezickt hat. Und es deswegen nur meine Aufnahme gibt, in der ich darüber rede. Und die ist für niemanden. Also das ist ja eh schon langweilig, diese Videos, aber nur mich zu sehen, wie ich darüber rede, das ist definitiv zu langweilig. Gut. Der Vorteil ist, dass wir uns jetzt diese ganzen kleinen Exkurse gespart haben. Ich habe auch an verschiedenen Stellen kleine Abzweigungen, Leitern, die ich übersehen hatte, genommen und verschiedene Objekte eingesammelt. Hier zum Beispiel lag ein Titan Knight Shard, den habe ich jetzt auch eingesammelt. Aber wie gesagt, der Vorteil ist, wir sind jetzt unbeschwert von vielen Seelen. Ein schöner Satz übrigens, den werde ich in die Beschreibung dieses Videos nehmen. Unbeschwert von vielen Seelen. Wir können direkt mit der Handlung weitermachen, beziehungsweise erstmal noch nicht mit der Handlung, sondern mit noch zwei letzten auch noch Punkten. Da unten sind ja noch diese beiden Krokodilmonster im Keller. Während ich diese Treppe runtersteige. Im letzten Video, also nicht in dem, das ich jetzt aufgenommen und versemmelt habe, sondern in dem davor, habe ich ja davon gesprochen, dass diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, wo ich immer wieder gestorben bin, mit den immer wieder gleichen Gegnern, dass das sehr was von Sisyphos hat. Von einem Stein, den man den Berg raufschiebt und dann fällt er immer wieder runter und behauptet, dass man bei Sartre sicher nachlesen kann, was es damit dann für die Psychologie auf sich hat und wie das alles zusammenpasst. Und das ist natürlich sehr peinlich. Das ist ungefähr so peinlich, wie zu behaupten, dass die römischen Schicksalsgöttinnen Fahrten heißen. Denn der Mythos von Sisyphos, das berühmte Buch, das tolle Buch, ist natürlich nicht von Sartre, sondern von Camus. Ich würde gerne sagen, dass ich da selber drauf gekommen bin beim Videoschneiden, aber auch das wäre gelogen. Ich habe es natürlich gegoogelt und dann ist es mir wieder eingefallen. Also ich wusste das eigentlich schon, aber je nun. Und ich meine, dieses Sisyphos-Thema ist natürlich das ist doch... Es geht schon wieder gut los. Also ich habe im letzten Video schon ausführlich darüber gesprochen, meine Xbox, ich bin mir jetzt mittlerweile sicher und ich habe es im letzten Video auf die Aufnahme geschoben, die aber gar nicht lief. Deswegen kann ich dieses Mal, bin ich einen Schritt weiter. Es liegt einfach an der Xbox. Vielleicht ist die Festplatte zu voll, vielleicht ist die einfach nicht in der Rechenleistung nicht gut genug.
Es ist definitiv immer wieder so, dass hier die Framerate massiv einbricht. Und sich dann irgendwie Sekundenbruchteile lang gar nichts bewegt und dann alles, was in der Zwischenzeit angefallen ist, an AI-Bewegungen, an Figurenbewegungen und an meinen Aktionen auf einmal ausgeführt wird und deswegen immer wieder abrupt die Kameraperspektive wechselt, die Kamera hin und her springt. Und das ist in diesen Situationen ist es leider fast unmöglich, irgendwie einen Kampf zu gewinnen, weil ich mich da weder verteidigen kann noch angreifen kann. Und ich weiß nicht, der ist natürlich auch sehr aggressiv, dieses Krokodil, aber ich habe den auf der Brücke ja problemlos bewegt. Könnte natürlich sein, dass die jetzt stärker sind da unten. Das macht das Spiel ja manchmal, dass der Gegner gleich aussieht, aber mehr Hitpoints oder auch stärkere Attacken hat. Aber wenn es derselbe Gegner ist, ist eigentlich nicht einzusehen, warum ich so derart auf keinen grünen Zweig komme, wie jetzt gerade. Aber es ist so, wenn der diesen Sprung macht, dann bin ich wirklich sekundenlang ausgeschaltet. Ich sehe nichts, ich kann mich nicht wehren. Die Kamera springt die ganze Zeit rum. Was war das jetzt zum Beispiel? Was ist denn los? Was soll denn das? Oh Gott, das war nicht so viel Haar. Schon wieder tot. Also das ist... ich weiß nicht, woran das liegt, aber so macht das keine Freude. Vielleicht ist es einfach noch zu früh. Weil ein einzelner Treffer ist ja irgendwie Pi mal Daumen die Hälfte meiner Health. Das heißt zwei Treffer und das war's. Und so wie die Angriffe sind. Okay. Das ist irritierend. Diese Phantome, das sind ja immer Spieler, andere Spieler, die an derselben Stelle unterwegs sind, sind in diesem Spiel substanzieller als im vorigen. Deswegen denke ich immer wieder mal, das wären aufgetauchte Gegner. Ja, ich weiß nicht, ein, zwei Versuche können wir noch machen, aber das irgendwie keinen so richtigen Sinn mehr. Aber reden wir mal kurz über Sisyphos, dessen Haltung ja ganz gut mit dem Fatalismus und mit dem Stoizismus und dem Frustrationsthema, um das es in diesem Experiment hier geht, zusammenpasst. Sisyphos ist ja verurteilt dazu, eine sinnlose Tätigkeit auszuführen. Eine sinnlose und eine fruchtlose vor allem. Also er rollt diesen Stein einen Hügel rauf und der Stein kann aber nicht oben ankommen, sondern fällt ja immer wieder runter. Schon wieder. Das ist auch gar nicht. Merke ich gerade, das ist gar nicht die Wand. Das ist das Model von diesem blöden Monster. Also das ist. Okay, ich mache jetzt noch einen Versuch, aber ich glaube, das ist jetzt macht im Moment noch keinen Sinn. Vielleicht sollte ich einfach die Seelen holen und stattdessen versuchen, an den Bogenschützen vorbeizukommen. Das ist frustrierend genug. Also Sisyphos unternimmt eine absurde Tätigkeit, eine Tätigkeit, die auch gar nicht zu irgendeinem Ziel führen kann. Und das ist, wenn wir ehrlich sind, ist das, was ich hier mache, sehr verwandt, weil das ist natürlich Unterhaltung, aber es bringt nichts. Es frisst wahnsinnig viel Zeit. Dieses Spiel und es ist dazu noch so designt, dass es
innerhalb dessen, was es, das ist eh schon nichts, es bringt eh schon nichts extern, aber auch intern ist es sehr frustrierend und voller Rückschläge. Der Stein rollt immer wieder runter. Der Vergleich von Sisyphos und einem Spieler eines Dark Souls-Spiels ist gar nicht so schlecht. Und trotzdem, sagt ja Camus, müssen wir uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Warum ist das so? Weil gerade die Tatsache, dass das sinnlos ist, eine Befreiung darstellt. Man weiß, es gibt diese Rückschläge, wir kommen nicht an, wir können gar nicht ankommen, es gibt gar nichts, wo wir ankommen können, oder es gibt was, aber das ist unerreichbar und damit, das ist dann eine sehr theoretische Unterscheidung. Es gibt ein Ziel, aber es ist unerreichbar, ist fast dasselbe wie es gibt gar kein Ziel. Und das befreit. Das gibt eigentlich eine Form von Glück fast. Und es ist ganz interessant, dass ich beim Angucken dieser Videos, ich gucke mir die auch immer selber, oder was heißt, auch ist gut, bislang guckt sie ja kein anderer an, ich gucke mir die selber an beim Schneiden, auch um dann natürlich eine Bewertung abgeben zu können, wie gut ist das Experiment, wie stoisch bin ich tatsächlich gewesen. Und es gibt ja immer wieder diese Momente, wo die Aggression und die Frustration und die Dinge, die das Spiel tut, um mich zu ärgern, so überhand nehmen, wie das gehen soll, weil der ist ja, waren jetzt noch nicht mal die Hälfte, das war mehr als die Hälfte, weil der hatte mich zweimal getroffen und ich bin tot. Und er ist einfach völlig unbeeindruckt von meinen Schlägen. Das heißt, wir können gleichzeitig angreifen und dann kann ich die ja, kann ja gar nichts machen. Wenn der sich entscheidet anzugreifen, wenn ich angreife, bin ich wehrlos. Gut, also dann hole ich jetzt die Seelen und dann gucken wir, ob wir an den Bogenschützen vorbeikommen, damit wir hier ein bisschen Fortschritt machen. Jetzt habe ich meinen Punkt in der Erzählung verloren. Beim Beobachten, wenn ich mich selbst beobachte, sehe ich mich manchmal wie ein Rumpelstilzchen wüten. Auch das übrigens ganz interessant, weil ich nicht so wüte, wie sich das für mich anfühlt. Es ist nicht so exzessiv, wie ich während des Passiertes Gefühl habe. Aber es ist natürlich trotzdem ein Versagen im Sinne des Experiments. Das ist auch was ich mir vorgenommen habe, möglichst tatsächlich mit positivem Affekt zu reagieren. Und das ist ja das, was ich irgendwann einstelle. Da wollte ich gerade drauf raus. Wenn es absurd genug wird, wenn, wie beim letzten Mal, als da diese ganzen Pontiff Knights und Fire Witches diese endlosen Attacken ausgeführt haben, das knallte und rumste und ich jedes Mal, wenn ich gerade dabei war aufzustehen, direkt wieder hingefallen bin, weil irgendwer anders auf mich eingeprügelt hat. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo das tatsächlich nicht aus Verzweiflung, sondern aus tatsächlicher Unterhaltung und aus tatsächlicher Lust an dieser Absurdität ein positives Gefühl wird. Wo wirklich Freude sich einstellt. Oder es gab diesen schönen Moment im letzten Video, wo ich auf der falschen Seite von dieser Mauer gesprungen bin und dann plötzlich auf der anderen Seite von der Tür war, die ich eigentlich aufmachen wollte. Und auch da, das ist ja total nervig eigentlich, aber das hat mich total gefreut. Und das ist das, glaube ich, was Camus denkt, warum Sisyphos ein glücklicher Mensch sein sollte. Weil dieser Moment, wenn der Stein wieder runterrollt, der sich auf den ersten Blick ja total frustrierend anfühlt, eigentlich ein total beglückender ist. Solange man akzeptiert, dass die Welt ein furchtbarer... Wir haben auch die Wahl. Wir können ja links oder rechts hoch. Haha. Wir sind hier unseres eigenen Glückes Schmieden. Probieren wir es nochmal rechts. Kann natürlich nach hinten losgehen. Weil wenn jetzt die Seelen... Okay. Das ist schon mal nach vorne losgegangen. Aber wenn jetzt hier die Seelen liegen bleiben, dann müssen wir wieder hier runter, um sie zu holen. Und da kommen wir nicht zurück. Das heißt, wenn das jetzt die falsche Seite war, dann können wir da nicht viel dran ändern. Aber ich glaube, es war die richtige. Okay, da unten ist... Nein. Diese scheiß Bogenschützen. Ja, gut.
ist jetzt nicht so schlimm, weil ich glaube, das ist durchaus der Weg, den man nehmen soll. Hoffe ich. Aber ja, man muss da ja irgendwie da rauskommen. Und selbst wenn nicht, wir haben Homeward Bones. Alles gut. Dann eben nochmal dahin rennen. Das ist ja an all diesen Stellen eigentlich immer das Nervigste. Die wieder repetitiven Sachen. Das war ja auch bei, alles auch bei anderen Spielen übrigens. Beschränkt sich ja nicht auf Dark Souls. Dark Souls managt das noch relativ gut, dadurch, dass die Bonfire ganz gut platziert sind. Bei Grand Theft Auto Spielen war das immer sehr anstrengend, weil wenn man eine Mission nicht schafft, das kommt ja natürlich sehr viel seltener vor, weil die ja nicht so anspruchsvoll und nicht so auf Frustration getrennt sind. Aber wenn es mal passiert, bei einer schwereren Mission, ist das bei den meisten von diesen Spielen so, dass man die Anfahrt, die sind ja, die Missionen in Grand Theft Auto Spielen sind ja berüchtigt dafür, dass sie immer diese zwei Teile haben, eine lange Anfahrt oder Anreiten im Fall von Red Dead Redemption, ist derselbe Firma, bei der man sich lange unterhält, in der irgendwie Plot-Exposition stattfindet. Und dann kommt man an und müsst ihr eigentlich eine Mission ausführen. Und wenn man an der dann scheitert, dann muss man beim nächsten Durchgang den ganzen bescheuerten Anfangsplot wieder über sich ergehen, also das ganze Gelaber wieder über sich ergehen lassen. Und wenn das hier das fünfmal passiert, dann kann man es nicht mehr hören, weil die Leute natürlich immer dasselbe reden. Fast dasselbe. Ich glaube, ein bisschen variiert war es, damit es nicht ganz so ätzend ist. Und hier ist das ja auch so ein bisschen. Okay, jetzt. Oh, ich versuche. Ah. Das sind ja so eine Art Mods. Das könnte sein, auch was die. Ah, meine Güte. Das ist wirklich alles super verlangsamt. Und die sind auch fast unstaggerbar. Oh, verdammt nochmal. Beinahe. Beinahe hätten wir ihn gehabt. Also die sind nach drei Schlägen jetzt, glaube ich, fängt er an zu staggern. Vorher. Ja, das ist an. Das wird wieder. Ich sehe das schon. Das ist wie bei den Silver Knights und Black Knights in Dark Souls 1. Das ist ein Tänzchen. Die greifen von sich aus nur sehr selten an. Und sobald ich einen Angriff mache, bin ich verwundbar, weil die beim ersten Angriff nicht gestaggert werden. Das heißt, ich glaube, die beste Strategie in Dark Souls 1 war Backstabbing und darin bin ich leider lausig. Oder eben Parrying. Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich schon gar nicht mehr, wie die Mechanik dafür geht. Ich glaube, den linken Shoulder Button und dann den rechten. Also den linken fürs Parry und den rechten für die Faust, aber ich bin nicht so gut. Das heißt, das wird nicht klappen. Können natürlich wahrscheinlich an denen vorbeirennen. Ich habe jetzt noch keinen Eingang gesehen, aber irgendwo muss da ja einer sein. Vielleicht lohnt das. Ja, bitte. Down. Mal gucken, wo es hier reingeht. Hier leider nicht. Warum steht der hier überhaupt? Man weiß es nicht. Hier kann man auf eine weitere von diesen. Sehen wir mal an. Sieh mal einer an.
das könnte man durchaus. Wenn ich das ein bisschen perfektioniere, könnte das der Sache sehr helfen. Okay, 2500 Chance. Ich hoffe sehr, dass die nicht respawnen, denn davon ist ja alles voll, ja. Eieiei. Rude! Fortschritt, würde ich sagen. Nochmal 2100 Chance, sehr gut. Huch. Jetzt habe ich ein bisschen hier den Überblick verloren. Da geht's rein. Wo sind wir denn hier? Relativ zu den. Da geht's. Sind wir raufgekommen? Das ist diese Zwischenetage, auf der hinten ein Shiny liegt. Da unten sind diese ganzen. Diakone. Die werden mich wahrscheinlich gleich entdecken und beschießen, deswegen schauen wir mal an. Shortcut! Ich wittere einen Shortcut. Hier war ja diese Tür. Ich weiß nicht, ob das in dem Video war, das ich nicht aufgenommen habe oder nicht, aber hier ist auf jeden Fall genau diese Tür. Wunderbar. Das heißt, wir können uns jetzt das raufklettern auf diese blöden. Ich weiß nicht, wie diese Architekturelemente heißen, diese abschüssigen Rampen da. Können wir uns jetzt sparen, wir können uns direkt hier raufschleichen. Wunderbar. Da unten ist ein Goodie. Vielleicht später. Lieber erstmal hier reingucken. Da ist nix. Ja, das dachte ich sofort. The loser will try rolling. Ach, guck mal an. Die ganze Statue war eine Illusion. Da hat sich aber jemand Mühe gegeben. So, und da ist der rotierende Turm, glaube ich. Ich vermute, dass wir den von oben besteigen. Und dann irgendwie verstellen, denn da geht ja auch diese Brücke, die geht ins Leere, das kann ja nicht so sein. Und diese spirale Treppenhaus, was man da sieht, das erinnert mich sehr an den entsprechenden Turm in Dark Souls 1. Mal sehen. Ja, die Kunst ist also diese Absurdität, das, was worum es Camus in seinem Buch auch ging, das ins Leben rüberzunehmen. Und Rückschläge, Absurditäten, erfolglose Wege zum Anlass zu nehmen, sich zu freuen. So, so merkwürdig das ist, aber das Lustige ist ja, das ist bei dem Experiment schon rausgekommen, dass ich an mehreren Stellen, wenn es besonders frustrierend geworden ist, bin ich in diesen Glückszustand gekommen. Das geht. Und wenn man das regelmäßig schaffen kann, also regelmäßig meine ich, wenn man das schaffen hier sieht es nach Bossfight aus, das gefällt mir gar nicht. Und da drüben gab es noch einen Amber. Amber, nicht Amber. Amber. Direkt mal gucken, ob hier irgendwo sich Leute herbeirufen lassen. No trap ahead. Praise the trap. Ja, vielen Dank. Hier sieht es ein bisschen so aus, insgesamt, wie an der Stelle, an der in Teil 1 Dark Sun Gwendolyn gewartet hat. Okay, praise the trap, no trap ahead. Keine Schriften am Boden, vielleicht ist es auch kein Bossfight, obwohl es schon, also so große Räume sind immer sehr verdächtig in diesen Spielen. Ja, wenn man aber also wenn man es schaffen kann, die Absurdität und die Frustration des Lebens, diese Rückschläge, auch die Tatsache, dass am Ende also es kein Happy End gibt, geben kann.
Visions of Death. Da steht es ja. Und wenn man es schafft, das zum Treibstoff zu machen für eine Art von Freude, dann hat man dem Ganzen viel von seinem Biss genommen. Oh oh. Das Spiel hat es geschafft, dass ich keiner Truhe mehr traue. Reversal Ring. Okay, das ist ein merkwürdiger Raum. Das ist irgendwie gar nichts. Time for service and then tears. I don't understand. Keinen Sinn, Leute. Was redet ihr denn? Okay, das ist ein leerer Raum. Ne, verstehe überhaupt nicht, was das soll. Also, das ist ja, wie gesagt, bei Dark Souls spielen. Wir können natürlich mal gucken, was das für ein Ring war, den ich da jetzt aufgesammelt habe. Vielleicht ist da irgendwie ein Hint versteckt. Also es geht hier offenbar um Gwyndolin. Es ist sowieso ein bisschen irritierend, was die ganze Mythologie angeht, aber das ist halt das Problem bei so Spielen, die dann den Spielstand nicht mit rübernehmen, wie das Mass Effect gemacht hat. Weil ich Gwyndolin in, glaube ich, jedem einzelnen meiner Playthroughs im ersten Teil umgebracht habe. Deswegen hätte ich meine Trauer jetzt, wenn das hier ein Raum sein sollte, der mir irgendwie signalisiert, dass Gwyndolin tot ist. Hält sich meine Trauer in Grenzen, weil das liegt an mir. Ich habe den Tod geschlagen. In meiner Version der Ereignisse. Aber ich weiß auch gar nicht, ob der Raum mir das sagt. Ich verstehe es nicht. Egal. Das erklärt auf jeden Fall die Designähnlichkeit, weil das ist ja auch so ein bisschen wie der Raum von Gwyndolin im ersten Teil angelegt war, mit dieser Treppe und dem, der Illusion und diesem Raum davor und übrigens auch. Das ist jetzt ein bisschen interessant, weil das Ganze hier dieselbe, also ziemlich selbe Arrangement hat. Entsprechende Stelle in Dark Souls 1 in Anor Londo, inklusive diesem sich drehenden Turm. Und der Verbindung nach rechts und einer Verbindung nach oben, zu der wir wahrscheinlich gleich kommen. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, ob wir hier die Architektur aus irgendeinem Grund sehr ähnlich ist. Es ist ja auch hier mit diesen Bogenschützen und den schrägen Aufgängen ist auch sehr ähnlich zu Anor Londo. Ist Irithyll irgendwie eine Schwesterstadt zu Anor Londo? Selber Architekt. Und das da drüben ist offensichtlich der High Wall of Lothric. Wo wir ja, ah ja, da sieht man, ah, da haben wir jetzt aber einen schönen Blick. Da unten ist die Brücke, über die wir gekommen sind. Da ist Irithyll. Da ist der. Ja. Sehr schön. Wenn wir jetzt alles sehen, dann sehen wir vielleicht auch, ob wir noch irgendwas übersehen haben. Da glänzt irgendwas, wie es aussieht. Da in der Bildmitte jetzt. Kann aber auch täuschen, falle ich ja oft genug drauf ein. So, hier wollen wir irgendwann rüber. Irgendwann. Irgendwie.
Das ist echt, also das ist ja vollkommen identisch. Ist das Anno Londo in der Zukunft? Dann landen wir jetzt hier oben. Das ist die exakt selbe Architektur. Das ist hier abgefahren. Sehr witzig, okay. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Das ist die identische Architektur zu Anno Londo. Nur dass auf dieser Seite hier eins Anno Londo sein müsste und das fehlt komplett. Aber da ist der Palast, in dem der Bossfight Ornstein und Smaug, wie auch immer man ihn ausspricht, ist. Okay, das ist weird. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ist Anno Londo versetzt worden? Sind, Himmel, Herrgott! Schon wieder habe ich mich aufgeregt. Völlig sinnlos. Das sind die Momente, in denen man eingreifen muss. Und es ist wahrscheinlich wie in der, im Behaviorismus, das muss schnell gehen. Jetzt habe ich es sofort gemerkt. Damit man das abstellt, muss man sehr schnell eingreifen in seinen eigenen Seelenhaushalt und sagen, nee, falsche Reaktion. Denn, seien wir ehrlich, hier ist ein Bonfire. Es ist scheißegal, ob die mich da oben massakrieren. Der Ember ist jetzt natürlich wieder weg, aber ich weiß ja schon, dass die Ember hier eh nicht lange halten. Wozu habe ich denn meinen Schild? Okay, also, Lehre, die wir jetzt daraus ziehen. Der Kampf muss unten stattfinden. Damit der zweite möglichst nicht dazukommt. Denn gegen beide gleichzeitig habe ich schlechte Karten. Bleibt immer noch das große Rätsel. Wie Anno Londo hier hinkommt und was das soll. Kamera. Nerviges Ding. Bitte. Also, ich kann mich täuschen. Vielleicht liegt es nur daran, dass ich mashe ja auch die Buttons. Wenn ich ehrlich bin, ist mir das vom ersten Video an aufgefallen und ich habe es noch nicht geschafft, das abzustellen. Ich drücke immer zu oft Attack. Das wird auch dazu beitragen, dass ich zu langsam reagieren kann, weil dann noch was im Puffer ist. Aber es kommt mir schon eindeutig so vor, dass hier irgendwas mit der Framerate immer wieder. Das ist lausig. Und sobald Angriffe stattfinden, ist es mir fast unmöglich zu reagieren, weil ich nur noch ein paar Bilder pro Sekunde angezeigt kriege. Und sowas passiert! Himmel! Also, bisschen ärgerlich. Hm.
Das ist auf jeden Fall Teil meines Problems. Oh, das ist ja das Prinzip von Dark Souls Kampfmechanik ist, dass wenn man mal committed ist zu einem Angriff und diese, ne, mit diesen großen, schweren Schwertern, die dauern ja auch lang, die dauern irgendwie 2-3 Sekunden, da kann man während der 2-3 Sekunden ist man nicht mehr in der Lage, was anderes zu machen. Die kann man ja auch nicht abbrechen. Das heißt, ich darf nur angreifen in dem Moment, in dem das Sinn macht und dann auch noch einmal. Aber alle Mittel einsetzen, die ich zur Verfügung habe. Ja. Gereicht. Also das leider ist das Problem, dass die offensichtlich eine Route haben und der zweite einfach ein bisschen nach dem ersten kommt. Das heißt, das ist so designt, dass man den ersten möglichst schnell platt machen muss. Sonst kriegt man es mit beiden zu tun. Und dafür wird nur Backstabbing in Frage kommen, glaube ich. Alles andere scheint mir ein bisschen unrealistisch. Das alles lahm. Also, ich weiß nicht. Shit. Definitiv was nicht in Ordnung. Aber jetzt die interessante Frage. Respawn oder nicht? Die kann leider nicht respawnen, die sind zu schwer. Ich drücke mir die Daumen. Und bei all dem Ruhe bewahren, selbst wenn die jetzt respawnen. Wobei, wenn die jetzt respawnen, dann weiß ich nicht. Ich vorbeikomme, der hat nur eine Lanze. Ich glaube, das ist schon der zweite. Oder? Nein, ich glaube, das ist nicht. Uff. Okay. Das war dann noch einer von denen. Wäre nicht nötig gewesen. Da drin ist der Vorraum. Ja, das kenne ich schon. Teil 1 musste man jetzt hier nach rechts und dann, ja, das Gebäude gibt es gar nicht. Das heißt, der Eingang ist jetzt auch ein anderer. Und man hat rote Augen, ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass er besonders tough ist. Geht wieder der Fun los. Jetzt liegen die Seelen wieder da oben und hinter zwei Rittern, die mich jetzt 4 von 5 Mal umgebracht haben. Hm.
Sind ja nicht so viele, aber trotzdem nicht ideal. Vor allem ein bisschen abstrus, dass man die Gegner offenbar. Jedes Mal, dass man hier durchkommt, erledigen soll. Die sind ja eigentlich ein bisschen zu tough. Also das mit den Backstabs scheitert auch schon daran, dass da so ein Delay drin ist, zwischen wann ich den Angriff drücke und wann er ausgeführt wird, dass ich. Das war ein reiner Zufall, wenn ich da tatsächlich mal hinter ihm stehen sollte. So, ich vergessen die Seelen mitzunehmen, auch wenn es nur 5000 sind. Rotauge lassen wir erstmal sein. Ich habe den Eindruck, dass die Rotaugen-Gegner auch nicht respawnen. Die sind ein bisschen stärker als die normalen und sind dafür. Obwohl, das stimmt auch nicht. Fällt mir gerade auf. Es gibt mindestens einen, der respawnt. Wie auch immer. So, hier war der. Ja, ist auch tot. Alle sind tot. Der Schmied. Waffenschmied der Götter. Wird's schleimig. Ich ahne, wer Ornstein und Smough ersetzt. Aldrich, Saint of the Deep. Is that you? Okay, das ist ein Boss-Fog. Nicht unerwartet. Ich habe noch nicht verstanden, warum wir hier in einer Orlando sind. Und ich weiß nicht so richtig wohl. Durchzumarschieren, weil wenn ich jetzt sterbe, dann sind meine Seelen gestrandet. Ah, sehr gut. Das müsste, wenn es wie im ersten Teil ist, jetzt die Tür da aufmachen. Was ist das denn für ein Ding? Ups. Nee. Wie ging das denn jetzt so schnell? Nicht cursed. Oh, fucking ja. Okay, ich glaube, ich habe schon ein bisschen Geld ausgegeben, Seelen ausgegeben, um einen Cleansing Stone zu kaufen. Ich hoffe, das ist so. Oh, hä?
Sieht jetzt nicht so aus, als hätte mir das das angetan, was es im ersten Teil gemacht hat. Dann schauen wir uns Neues. So geht's doch auch. Warum nicht immer so? Lustig, wie sich die Dinge ändern. So, tja. Jetzt haben wir da Fire Spellcaster drin und ein Monster, das Curse erzeugt, was aber gar nicht die Folge hat im ersten Teil. Und ein Boss Fog, das heißt. Ember Time, aber. Tja. Das wird mir noch leid tun. Das wirkt jetzt nicht so, als könnte ich gegen dieses Fieder bestehen. Was kraucht denn da noch rum? Also, ich bin ja kaum einen Treffer runter. Wie soll das denn schon wieder gehen? Ist klar. Puh. Das ist tralala. Das ist doch nicht wahr. Was soll denn das? Warum passiert das? Das gibt's doch nicht, das ist doch so nicht spielbar. Mann! Ja, und wieder alles weg. Also es fühlt sich jetzt nicht so an, als wäre das machbar, ist das Problem. Mal abgesehen von den technischen Schwierigkeiten. Mit den beiden Typen komme ich ja klar, aber dieses Spinnending. Ich weiß gar nicht, wie ich das nach diesem Sprung zum Beispiel vorhin getroffen hat. Weil ich, als es schon losgesprungen war, gerollt bin. Und das hat aber gar nicht dazu geführt, dass mich das verfehlt hätte. Hat mich trotzdem getroffen. Und dann weiß ich nicht, wie ich ausweichen soll, wenn das offensichtlich während des Sprungs noch ändern kann, wo es landet. Schlecht. Ich kann natürlich versuchen, an ihm vorbeizurennen, aber das kann ja auch gar nicht die Lösung sein. Und das richtig Ätzende ist, wenn ich hier Hilfe will, muss ich einen Ember benutzen. Und die Wahrscheinlichkeit ist aber quasi 100%, dass ich gleich sterbe. Tricky business.
Bitte. Warte. Das Vieh steht jetzt am Eingang. Auch interessant. Was sind die denn für welche? Was ist denn das schon wieder? Wieso treffe ich die denn nicht? Eieiei. So, ich kann auch mal anfangen, Human Drags, eine Strategie zu übernehmen, die ich auch von einem Speedrunner gelernt habe. Nämlich die Stamina nie 100% aufzufüllen und nie leer werden zu lassen. Okay, das war wahrscheinlich wieder ein verschwendeter Ember. Ich sehe nirgendwo irgendwelche Schrift. Im ersten Teil war das rechts hier diese Treppe. Wow. Irgendwas ist doch hier. Die Animationen sind also wahnsinnig langsam. Was ist da nicht? Ist das nur eine Xbox? Hey, hey, hey. Gut. Schön, dass ich einen Ember draufgetan habe. Es gibt keine Hilfe. Ich meine, es kann natürlich auch sein, manche von diesen Hilfeleistungen sind ja immer abhängig davon, dass man sich mit irgendwem gut gestellt hat. Well, that's not helpful. If not here, then where? Yeah, also hier drin ist leider schlecht aus mit Hilfe. Es könnte natürlich sein, dass das daran liegt, dass das noch gar nicht der Boss Fog ist. Manche von diesen Nebelwänden sind ja auch Irreführung. Ja, bleibt jetzt wenigstens übrig. Jetzt bin ich hier. Oh je. Mhm. Ah! Okay. Die Säulen sind zunächst gut, gut zu wissen. Oh, yeah.
Auweia. Schaden habe ich dem Herrn noch nicht gemacht, würde ich sagen. Okay, dein Schild brauchen wir nicht. Kann ich direkt einmal die Waffe hier zweihändig halten. Shit. Erst ist es alle, wie kann das denn? Oh nein. Scheiße, okay, das war's dann wohl. Okay. Ende der Durchsage. Oh, was ist das denn für ein Bullshit? Ha! Meine Güte! Ich komme überhaupt nicht an den Rand. Also so insgesamt ergibt sich der Eindruck, ich sollte noch nicht hier sein. Jetzt habe ich natürlich den Fehler gemacht, meine Seelen da drin liegen zu lassen. Wir haben ja noch die andere Ecke. In Irithel, wo es auch weitergeht, aber das hier kommt mir irgendwie. Ist die Frage, ob es sich lohnt, zu versuchen, die Seelen zu kriegen. Durch reinrennen und dann per Homeward-Bone nach Hause fahren. Oder ob es nicht so schlimm ist. Ich kann es ja einmal versuchen. Und dann würde ich den, glaube ich, vertagen, in der Hoffnung, dass das später leichter wird. Das gibt's doch nicht mit diesen Sprüngen dauernd. Mühsam. Ah, 5000 waren das alleine schon. Das heißt, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber scheiße. Ist der Clip wieder zu Ende? Ja, okay. Also einmal so schnell wie möglich hier durchrennen. Zickzack. Wo sind die Seelen? Wo sind die Seelen? Bin ich gestorben? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße! Aber jetzt bitte nicht hier sterben. Das wäre jetzt unsinnig. Okay, jetzt könnte ich natürlich theoretisch, wenn ich schon mal da bin, ein bisschen versuchen.
Was für ein Gegner. Nein! Oh shit! Was? Mit einem Schlag? Oh. Na gut. Der ist nicht zu machen. Für den Moment. Aber ich weiß, dass ich die Seelen kriegen kann. Die hole ich jetzt und dann fahre ich nach Hause. Und dann beenden wir diese Folge an derselben Stelle wie die letzte. Am Bonfire. Unterhalb von Erythel. Und gucken, wie es da weitergeht. Vielleicht kann man ihn nicht backstabben, weil ich hätte gedacht, es war in der perfekten Position und das passiert aber nicht. Das ist doch wohl nicht wahr! Du Scheißspiel! Was war das denn jetzt wieder? Ja, gut, hat sich jetzt mit den Seelen auch erledigt. Dann ist die Folge ja zu Ende. Unerquicklich, aber so ist es nun mal. Nächstes Mal versuchen wir es an der anderen Stelle, wo wir nicht auf die Nase kriegen. Bis dahin. Na, die 2500 hole ich mir noch. Und bezahle es mit dem Leben. Als Aufforderung gemeint, du. Bis zum nächsten Mal, bevor der Stoizismus, die Stoizismus-Wertung noch weiter einbricht. Danke fürs Zuschauen.